Einen wunderschönen guten Tag zu einer hoffentlich auch wieder sehr interessanten Folge von Thomas IFA Garage. Heute wollen wir am Coupé weitermachen. Ich habe mich wirklich dolle schwer getan, eine richtige Reihenfolge festzulegen, was jetzt als nächstes kommt, wie ich weitermache und so weiter. Das war nicht einfach irgendwie für mich. Also man steht ja da vor so einem riesen Trümmer und wie es jetzt wirklich weitergehen soll oder mit was man jetzt als nächstes clevererweise weitermacht, ist echt schwer so am Anfang. Jetzt habe ich aber so für mich einen kleinen Plan und wir werden heute oder in dieser Videoreihe, so will ich es eigentlich mal sagen, fast den Unterboden vom Coupé so versiegeln und vorbereiten und so weiter, dass der gegen sämtliche Umwelteinflüsse, die sich wahrscheinlich auf Waschboxwasser beschränken werden, geschützt haben. So, nö, und das machen wir heute. Und ich hoffe, das wird wieder ein schöner Tag für uns alle. Aber ich habe den Trümmer jetzt auf die Bühne geschoben. Ich habe euch ja noch ja kein Feedback zu der Qualität der Klempnerarbeiten gegeben. Also ich will vorab sagen und auch da ganz ehrlich sein, wie ich immer zu euch ehrlich bin. Oh, ich bin mich da aus der Buße, ey. Ich hätte mir mehr erhofft, sage ich euch ganz ehrlich. Allerdings mache ich sowas nicht jeden Tag. Das bedeutet, ich habe auch noch nie eine Karosse gesehen, die frisch vom Klempner kam. Ich bin quasi nicht unzufrieden. Ich hatte mir einfach nur ein bisschen mehr erhofft. Ja, einfach was so vielleicht ein bisschen auch die Liebe zum Detail anbelangt. Und naja, das muss jetzt nur dann der Lackierer ausbessern. So will ich es einfach mal formulieren. Und ja, ich zeige euch da mal ein, zwei Stellen. Natürlich, ihr habt den Rand vom, also den Scheibenrahmen gesehen, wie er ursprünglich aussah. Der war ja komplett weggefault. Ist ordentlich zugemacht hier. Also man sieht wirklich nichts. Auch hier das Loch war ja total aufgeweitet. Und nee, das ist alles super. Auch hier Spaltmaße, ja, wirklich top. Aber wenn ich dann halt solche Stellen hier sehe, ihr seht das vielleicht, da hätte ich irgendwie gedacht, dass die das ein bisschen schöner machen. Ja, so, und so eine Stellen hast du immer mal wieder. Hier unten zum Beispiel, ja. Hätte ich halt irgendwie gedacht, dass sie das ein bisschen schöner machen. Aber naja, wie gesagt, you get what you give. Wenn du nicht viel Geld ausgeben willst, bedeutet das automatisch natürlich nicht, dass du nur Müll kriegst, weil das ist es definitiv nicht, denn die Spaltmaße stimmen, die Türen hängen nicht und alles sowas. Ja, also es ist alles in Ordnung, die Welt ist schön. So, ich bin nach wie vor eigentlich zufrieden und ich bin heute irgendwie richtig gut drauf, ich weiß auch nicht warum. Wahrscheinlich, weil ich jetzt endlich einen Plan habe, aber naja, sei es drum. Ihr habt das jetzt gesehen, wundert euch also quasi nicht, wenn ihr da hier und da mal eine Stelle seht. Jetzt ist die Wahrheit raus. Ja, weiter geht's. Als allererstes, bevor ich jetzt das Häubchen wieder vom Fahrgestell abnehme, werde ich alle Löcher verschließen. Damit, naja, wenn Unterbodenschutz und so weiter drunter kommt, wenn nachher Unterbodenschutz drunter kommt, hier nicht irgendwie der ganze Knetsch dann innen drinne landet. Wie ist die generelle Vorgehensweise? Also ich habe mit vielen, vielen Leuten gesprochen, unter anderem mit Jesko. Jesko, an dieser Stelle nochmal vielen Dank für deine Hinweise zu dem Thema. Und da ist jetzt halt der erste Schritt. Ich klebe jetzt erstmal die Löcher ab, so wie ich sie gesagt habe. Dann als zweites werde ich den Unterboden mit so Schleifvlies anrauen ein bisschen. Dann werde ich in die ganzen Karosseriefalze bzw. in die Ecken so eine Karosserieabdichtmasse machen. Die muss dann logischerweise trocknen. Über die ganzen Schweißnähte, die jetzt drunter sind oder in den Rathäusern sind und so weiter, da kommt eine streichbare Nahtabdichtung drüber. Das muss dann logischerweise alles ein bisschen trocknen, damit ich dann morgen einen Steinschlagschutz aufbringen kann. Der ist auch überlackierbar. Und wenn dieser Steinschlagschutz drauf ist, kommt danach noch eine wunderschöne Schwarzglanz 2K Farbe, damit das ganze Thema von unten 100.000%ig versiegelt ist. Genau, deswegen feuerfrei, Abkleberwerk. So, zumindest von unten drunter und was weiß ich was, ist erstmal alles zu. Hier oben, hier vorne alles soweit vorbereitet. Ja, auch hier hinten alles zugemacht. Jetzt machen wir noch eine Folie oben drüber.
also über den kompletten oder das komplette Auto. Und dann ist die Abklebegeschichte erstmal fertig. Hätte nicht gedacht, dass das so lange dauert. Fertig. Sieht nach einer 5 Minuten Kleber aus. Hat aber jetzt bestimmt 2 Stunden summa summarum gedauert. Also ich habe jetzt wirklich alles hier haarklein abgeklebt. Hier oben alles frei. Und jetzt fangen wir halt an, zum Beispiel hier genau solche Stellen hier oben schön nach und nach abzudichten. Im ersten Schritt. So, Dr. Kleb und Dicht ist jetzt soweit mit Nahtabdichtung fertig. Ja, also die ganzen, ich hoffe, man sieht das im Video, die ganzen kleinen Falze hier haben wir alles schön verschmiert. Vorne auch, wie gesagt, hier oben alles zugeschmiert, hier runter. Vor allem hier. In der Ecke alles schön ausgeknetscht, richtig schön viel reingedext. Da hilft ausnahmsweise viel, viel. Gut, alles klar. Ja, unten drunter auch alles erledigt. Und jetzt gehen wir quasi her und machen hier solche Stellen, die vom Schweißen halt da noch sind, mit streichbarer Nahtabdichtung. Jo. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dr. Kleb und Dicht, sein Bruder. ich bin soweit fertig. Also wie gesagt, habe ich jetzt schön hier alle Nähte oder alle Stoßkanten, alles schön nachgezogen. Alles, also mit Nahtabdicht, alles richtig wunderbar zugeschmiert und habe mit dieser streichbaren Geschichte, streichbare Nahtabdichtung, hier diese ganzen Schweißstellen und so, alle soweit so grob, sagen wir mal, hier verschmiert. Genau dasselbe habe ich auch bei den Kotflügeln gemacht. Ja, also hier, die sind ja hier original schon verschweißt. Da habe ich das gemacht. Und ja, also jetzt muss der ganze Knet, ja, hier hinten. Genau, jetzt muss das alles schön trocknen. Wie gesagt, überall schön langgezogen. Hier die ganzen ekligen Stellen und so habe ich alle richtig dick zugeschmiert, dass da wirklich nie wieder irgendwas hier durchkommen kann. Ja, also gerade auch bei den Schwellern. Ja, da bin ich einmal wirklich komplett bis durchgegangen. Und ja, so sieht das aus. Mal sehen. Ich denke mal, ich werde morgen dann, weiß ich noch nicht, also ich glaube, ich müsste an manchen Stellen nochmal nachgehen mit dieser Nahtabdichtung. Und dann kann der Steinschlagschutz drauf und danach dann die Farbe. Ich habe jetzt heute, ich war um 9 hier. Und jetzt ist es, weiß ich nicht, um 5. Also, das hat sich echt ganz schön hingezogen, muss ich sagen. Aber ich denke, es wird sich lohnen. Und ja,
Wir machen es einmal und von daher habe ich keinen Bock, das nochmal zu machen. Gut, in diesem Sinne, bis gleich. So, nächster Tag, alles trocken, Steinschlagschutz in Form von Steinschlagschutz kommt jetzt drauf. Na gut, dass wir mit Corona hier schon mal das mit den Masken geübt haben, ja? Sehe ich noch überhaupt aus? Geht eigentlich, ja? Eigentlich hat man ja alles schon mal gemacht, aber dass man Handschuhe anziehen sollte, fällt eben meistens immer erst danach ein. Ja, wie langärmlich. Der Unterbodenschutz ist jedenfalls jetzt alle. Ich brauche aber mindestens noch eine Flasche. Ich werde also nochmal zwei bestellen, damit wir dann nochmal überall nochmal großflächig drüber gehen können. Und ja, ich zeige euch nochmal kurz das Zwischenergebnis. Wie man sieht, ah ja doch. Ja, schön. Kick mal. Muss ich erst wieder ein bisschen fangen. Das ist schon mal gut. Auch unten drunter jetzt Kohlrahm-Schwarz. Wie gesagt, ich sehe ja gerade schon, seht ihr, hier sind noch so ein paar Stellen. Ja, ich hätte wirklich versucht hier zwischendurch. Das sind immer mal ein paar kleine, das meine ich. Sowas siehst du halt nicht beim Sprühen immer gleich. Deswegen müssen wir da auf jeden Fall noch ein zweites Mal drüber. Vor allem hier in die Ecke am Kotflügel. Ihr seht es jetzt leider nicht so richtig, wegen Gegenlicht und sowas. Alter, da habe ich so viel reingedonnert. Also, wenn da wieder mal noch was kommt, dann fress ich Besen. Ja, soweit. Das Unterbodenschutzthema. Genau, also, jetzt muss ich quasi noch die zweite Dose besorgen. Und wenn die da ist, dann kommt die noch drauf. Oder ein zweites Paar Dosen. Wenn die da ist, jetzt los. Und danach machen wir eigentlich Huellraum und dann die Farbe. Ja, gezeichnet vom heutigen Tag. Ja. Bin ich wieder einen Schritt weiter. Farbe ist jetzt drunter. Man erkennt das leider nicht so ganz gut hier auf der Kamera, glaube ich. Weil ich bin echt super zufrieden. Wenn jetzt hier irgendwann nochmal irgendwo Rost durchkommen sollte, dann fresse ich einen Besen. So, ich habe jetzt das Häubchen wieder aufgesetzt. Hab mich auch noch mal mit der Tieferlegung ein bisschen befasst. Das hatte ich ja, glaube ich, angedeutet. Habe jetzt wirklich einfach noch mal ein paar Lagen rausgenommen. Und ich muss sagen, jetzt kommen wir der Sache langsam näher. Wie gesagt, es werden ja noch ein paar Kilos kommen. Und von daher zum Anpassen und so weiter passt das jetzt erstmal so, würde ich sagen. So, Kinder der Sonne, letzter Tag bei dieser ganzen Unterbodengeschichte. Ich hätte summa summarum nicht gedacht, dass es so lange dauert. Aber gut, dass ich Urlaub hatte. Da ist das Thema richtig ordentlich, vernünftig mit Trocknungszeiten und so weiter hier über die Bühne gegangen. Wir sind jetzt heute beim letzten Teil. Den wollte ich ursprünglich in einem neuen Video machen, habe jetzt auch beim Schneiden schon mal gesehen, dass wir zeitlich noch ein bisschen Luft haben beim Video, deswegen machen wir das heute noch. Trotzdem, auch wenn ich es euch, glaube ich, schon zwei oder dreimal gezeigt habe, auch im nassen Zustand, ich hab ihn jetzt gerade noch mal auf der Bühne genommen, ihr seht das schon im Hintergrund ein bisschen, und ich will euch das jetzt einfach noch mal zeigen, wie geil das ist. Es ist wirklich schade, weil ich glaube, das kommt auf den Bildern einfach nicht so rüber, wie geil das jetzt hier alles aussieht. Das ist einfach der Hammer. Also, dafür das Original so richtig ja nicht drunter war, ist das jetzt, würde ich sagen, wieder mein berühmt-berüchtigter, optimierter Serienzustand. Ja, also wie das hier alles, guckt euch das an, da ist ja Rahmen vom Häubchen nicht zu unterscheiden hier. Fähig. Ich bin übelst dolle selber begeistert. Das ist eben manchmal so, das muss auch mal so sein.
fähig. Ohne Spaß jetzt. Ach so. Also, folgender Sachverhalt noch. Ich habe im Handbuch geschaut, ich habe bei Wartburg Peter geschaut, wo die Öffnungen sein sollen für die Hohlraumkonservierung. Und alle Löcher, die bei Wartburg Peter beschrieben sind, existieren bei mir in der Form nicht. Also bis auf wenige, sage ich jetzt mal so. Anfangen werden wir wohl an der Rückseite des Autos. Hier ist einmal so ein Querträger, genau wie hier davor auch nochmal. Hier sind zwar schon Löcher, da oben, hier und hier vorne hier, aber da komme ich mit meiner Sonde natürlich nicht rein, weil ich ja da so um die Ecke muss. Und deswegen werden wir die jetzt ein Stück aufbohren, sag ich mal, und dann wieder mit Karosseriestopfen verschließen. Die habe ich jetzt noch nicht, aber das ist ja jetzt erstmal nicht so das Thema. Nur, dass ihr Bescheid wisst, dass die natürlich danach wieder verschlossen werden. So, also ich habe jetzt meine Löcher entsprechend gebohrt und jetzt führe ich dann die Sonde in das Loch entsprechend ein. Ich mache das jetzt nochmal demonstrativ, weil wenn der Kompressor gar nicht wieder läuft, versteht er wieder nicht. Jetzt ist die Sonde eingeführt und dann im Draufdrücken, also wenn die Hohlraumkonservierung hier versprüht wird, ziehe ich die ganze Geschichte langsam raus und dann ist das schon. Ich habe gedacht, dass das eigentlich eine easy Sache wird mit dieser Lanze und so weiter, aber mein J. Walter, das war also, nee, sowas, so eine richtige Sauerei halt, ja. Ich habe euch jetzt nicht jede kleine Ecke einzeln gezeigt, weil ich denke, auch den Erfahrungen, was man so im Internet gelesen hat, die Bohrungen und Bipapo sind wirklich bei jedem gefühlt anders. Ich habe noch ein paar gefunden, gerade im hinteren Bereich. Und ja, hoffe jetzt einfach, dass das Auto so vorbereitet ist, dass derjenige, der es als nächstes in der Hand hat, 40.000 Euro fürs Strahlen bezahlen muss, weil so viel Unterbodenschutz und alles drauf ist. Aber in den Hohlräumen selbstverständlich kein Rost findet. In diesem Sinne, meine lieben Freunde, ich weiß, es war eine sehr zusammengestückelte Folge heute, aber ich habe das schon mal erklärt, das ist nun mal so, das funktioniert halt einfach nicht, dass du hier alles mit einmal an einem Tag machst und so weiter. Von daher auch wirklich nochmal für diejenigen, die jeden Mittwoch hoffen, dass hier eine Folge vom Coupé kommt. Ich weiß, die Videos haben ja auch die meisten Klicks und so weiter. Ihr wollt das sehen. Ich verstehe das auch. Mir macht es ja mindestens genauso viel Freude, an dem Auto hier weiterzumachen. Aber ihr dürft eins nicht vergessen. Punkt 1, ich gehe nebenbei noch arbeiten. Punkt 2, das ganze Thema verschlingt ja halt auch unheimlich viel Kohle. Ja? Also es gibt halt auch manchmal Monate, jetzt wo ich das ganze Chromzeug gekauft habe, da kann ich halt einfach nicht in den nächsten Online-Shop gehen und wieder mal 200, 300, 400 Euro da in den Warenkorb packen und dann eben, damit es hier weitergeht, ja. Das funktioniert halt manchmal einfach nicht. Und deswegen kommen solche Themen wie mit der RT oder dem 353er oder mit dem Trabant halt einfach mal so dazwischen, weil ich da entweder noch Teile da habe oder eben noch genug Themen zu bieten habe. Ja, also versteht das bitte. Dritter Punkt. Ich schneide, filme und schraube ja alles selber. Ja, also es ist ja auch nicht so, dass ich den ganzen Tag nur darauf warte, dass ich hier ein Video fertig schneiden und hochladen kann. Es existiert ja auch noch so ein Leben ein bisschen neben der Halle, auch wenn es manchmal nicht danach aussieht, aber es ist tatsächlich so. Deswegen, es kann nicht immer jede Woche was vom Coupé kommen, zumal ja auch das Problem so ein bisschen auftritt, ja. Ich schraube jetzt, wie jetzt die ganzen Tage, war ich natürlich den ganzen Tag hier beschäftigt, hab aber da draußen nur 2 oder 3 Minuten Videomaterial produzieren können. Von daher, wie soll ich das machen, dann aus so einem Häppchen quasi einfach was hochzuladen? Nee, ich glaube, das haut von der Qualität halt einfach auch nicht hin. Und in dem Moment, wo ich am Coupé schraube, kann ich ja schlecht am Trabant oder am 353er noch irgendwas machen, weil da steht ja nur mal ein Auto auf der Bühne. Also versteht das bitte, dass hier nicht wirklich jede Woche immer volle Bude, halbe Stunde Coupé-Action hier passieren kann, aus den genannten Gründen. Und seht mir das einfach nach. Es ist nach wie vor ein Hobby, auch wenn der Kanal im Moment nicht danach aussieht, weil so viele Abonnenten dazugekommen sind, wofür ich auch nochmal wirklich vielen, vielen Dank sagen möchte. Ich glaube, es soll halt einfach ein Hobby bleiben und da würde ich euch halt einfach bitten, das so ein bisschen zu verstehen. Ja, dass das hier eben nicht immer wie bei JP und Philipp Gage und Go hier Schlag auf Schlag geben kann, weil die machen das nun mal hauptberuflich, ich nicht. Und genau, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen.
Danke für eure vielen Kommentare immer, für eure vielen Abos und so weiter und so fort. Vielen, vielen Dank. Bis nächste Woche bei Thomas IFA Garage. Ciao, ciao.